Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute werde ich hier einen ganzen Sack voll Stempel in dieses schöne Sprüchebuch organisieren. Ja, das wird vermutlich etwas länger dauern, weil ich werde jetzt hier natürlich durchblättern und gucken, wo kann ich welchen Stempel vernünftig anbringen. Und ja, dementsprechend, bevor ich euch jetzt hier eine Kante ans Bein quatsch, mache ich das nämlich so. Ich werde gleich in die Kreativphase gehen, werde mir selber Musik anmachen und werde euch das nachher mit Musik und Highspeed irgendwie hier einbauen, damit ihr das verfolgen könnt, aber natürlich nicht so in der langsamen Geschwindigkeit, weil ich lasse mir heute Zeit. War kein gutes Deutsch, ich weiß. Eine Deutschlehrerin würde mir den Hals umdrehen wahrscheinlich. Dementsprechend genießt die Show. Es läuft jetzt einfach gleich in Highspeed und Tülü, mein ganzer schöner Bastelkram. Also genau, was ich noch erwähnen wollte, bevor ich das anstarte. Das hier ist ein kleiner Teil meiner Stempelsammlung und auch ein bisschen nur Stencil. Ich habe gar nicht mehr so viel Platz in dem Journal, weil ich da schon echt viel reingebaut habe. Und ihr seht, es ist schon ganz schön dick. Also die Stempel werden daran jetzt nichts ändern. Aber die ganzen Karten, die ich noch hier reinpacken werde. Also ich habe ganz viele Tags und Journaling-Cards gemacht, die hier noch drin wohnen wollen. Und ja, auch darum werde ich mich nachher noch kümmern. Das heißt, das wird vermutlich eins der nächsten Videos werden. Jetzt erstmal wollen wir uns mit Stempeln und Stencil beschäftigen. Wir haben auch so ein paar Bonnie-Haare mit eingebaut. Ist auch schön. Und ich sag mal so, Film ab. Bis später.
So, ihr Lieben, ich habe mein Stempelrepertoire, was ich ausgesucht habe, durch. Ich habe schöne, stempelige Hände. Und hier ist jede Menge an Farbe drin. Juhu! So, und wer sich jetzt fragt, was hat sie da für komische Stempel ausgesucht? Ich habe zum Beispiel, na, jetzt habe ich sie geblättert. Lala, sowas. Und dort wird dann zukünftig einer der Sprüche wohnen, die ich hier mit der Schreibmaschine getippt habe. Natürlich will ich den noch ein bisschen distressen und so. Und der wird so in so eine Stempelmitte kommen. Das, ja, denke ich mal, ja, genauso hier, ne? Also das ist natürlich ein kürzerer Stempel, dass der hier so reingeht in die Mitte. Das werde ich vermutlich entweder ohne euch machen oder auch so ein Video mit Highspeed und Tüdelü. Ja, ihr könnt mir einfach mal einen Kommentar da lassen, wie ihr das findet, wenn ich hier so ein Highspeed, ich wusel vor mich hin Video mit Musik für euch mache. Ist das fein für euch? Ich suche ja auch immer so ein bisschen was Rockiges aus. Also ich habe auch ein Lieblingslied, das habt ihr bestimmt schon gemerkt, wenn ihr das öfter geguckt habt. Ja, also da wäre ich sehr gespannt, was ihr davon haltet. Weil im Endeffekt muss es euch ja gefallen. Ich bastle hier für mich und mir gefällt es, weil sonst würde ich nicht basteln. Dementsprechend, wenn ich euch damit erfreuen kann, fein. Wenn ihr was anderes habt, was euch erfreuen würde und vielleicht kann ich es euch erfüllen, auch fein. Wenn es euch nicht gefällt, schade, alles passiert. Geschmack ist ja immerhin ganz individuell. So, nun verlasse ich euch erstmal hier und kümmere mich mal darum, dass ich meinen Schreibtisch aufräume, um dann das nächste Video anzuschmeißen und die nächste Aktion herzubringen. Ich habe nämlich noch 2 Tage, also den Rest von heute und morgen, um dieses Schätzchen hier fertig zu bekommen. Also, bis demnächst in diesem Kino.